Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bermond Gabriel am Start und zwar mit dem neuen Paar der Pokémon von Pokémon Sardu. Von der Nuzlocke, genau. Ja, also es ist jetzt wieder ein bisschen her, seitdem ich gespielt habe. Aber was ich weiß ist, dass wir, ich habe nämlich die Pokémon angeschaut, wir haben noch keine, Dingenskirchen. Wir haben noch keine TMs. Das heißt, uns fehlt noch hier Stärke und uns fehlt noch hier der Surfer. Und den kriegen wir ja in der Safari-Zone, wenn ich das noch richtig weiß. Ja, die werden wir heute holen gehen, würde ich mal sagen. Von dem her, schauen wir erstmal, wie das Ganze so abläuft. So, ich schätze mal, wir müssen ein bisschen reingehen. Ja, wir würden sehr, sehr gerne playen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir alle Items kriegen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob es am sinnvollsten ist, da durchzuspeeden. Ich schätze mal, ich werde speeden, sobald wir ein Pokémon gefangen haben. Das ist, glaube ich, so das Beste, was wir hier haben. Und wir haben hier ein Grass hier. Ich glaube, das ist fein. Ich hoffe natürlich, dass wir es fangen können. Das wäre natürlich richtig gut. Is watching. Okay, is watching. Okay, okay. Werfen wir nochmal einen Safari-Ball. Ich hoffe mal, dass das passt. Eins. Ah, okay. Is watching carefully. Okay. Ich habe auch hier noch meine schlaue Liste. Und ein paar wollen sogar Bug sein. Grass sein. Ich sag schon Bug. Hier, wow. Ich hoffe natürlich, dass wir das hier fangen können, aber anscheinend sieht es gerade nicht danach aus. Und es ist geflohen. Alles klar. Das war's dann mit der Safari-Zone. Das ist ja super nice. Also, was haben wir? Ein Leafstone. Okay. Da oben habe ich gesehen, haben wir hier eins. Ich werde einfach ganz kurz das Speed uppen. Sunny Day. Okay, wir haben Sunny Day gefunden. Als TM. Und haben wir hier was? Ja, hier haben wir tatsächlich auch noch was. Was haben wir denn hier? Eine Max Potion. Okay, die nehme ich gerne mit, weil Potions ja relativ rare sind hier in dem Game. Hier haben wir Full Restore. Okay. Und hier können wir eigentlich, hier können wir jetzt eigentlich durchrennen. Uff, das wollten wir natürlich nicht machen, ne? Aber ja, was ich eigentlich, worüber ich eigentlich reden wollte, war eigentlich die Tatsache, dass wir hier in der Sackgasse sind. Eine Quicklaw. Okay, Quicklaw ist natürlich nice. Was ich nach diesem Projekt hier mache, weil es läuft ja gerade, die OPL, die läuft gerade und okay, da ist eine unsichtbare Wand. Das ist auch sehr, sehr nett. Okay, Steelwing. Okay, Steelwing ist ebenfalls sehr, sehr nice. Und Taschenteil, geh weg. Protein. Ja, weil ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt, ne? Sehr, sehr unglaublich gerne sogar. Hüttner, geh weg. Aber so was ich mir überlegt hatte, war, ich hätte unglaublich Lust auf, okay, wir haben die Gold Teeth, unglaublich Lust auf Pokémon Mystery Dungeon. Und mir wurde vorgeschlagen, hey, spiel doch einen Teil, den du noch nicht gespielt hast. Und ich habe tatsächlich einen Teil hier, den ich noch nie gespielt habe, und nämlich hoch. Nämlich, das ist der dritte Teil, der in dem nur die Gen 5 Pokémon vorkommen. Und ich habe eine Capture Card und ich wollte das Ding eigentlich immer spielen, wenn ich eine Capture Card habe. Und ich habe die und jetzt könnte ich sie rein theoretisch ja benutzen. Also von dem her glaube ich, dass das ganz cool ist, wenn ich das spielen würde. Ich bin natürlich offen. Also da hatte ich auf jeden Fall super, super Bock drauf. Wie gesagt, ich bin da komplett offen, ob ich das spielen soll. Ich könnte natürlich auch was anderes machen. Ich könnte natürlich wieder eine andere Nuzlocke machen, aber oder einen Randomizer von einem anderen Teil. Also, wie gesagt, ich bin da relativ schmerzlos. Ich könnte auch ein Pokémon machen, ja. Belly kann auch ein Pokémon machen, da sehe ich dich, Belly. Da sehe ich, oh, Max Revive, ja, die ist ja super in der Nuzlocke, ne. Ich könnte natürlich auch ein Pokémon-Game spielen, das, oder ein Pokémon-Game, ein Non-Pokémon-Game spielen. So, jetzt haben wir's. Und Time's up. Okay. Ja, wir wollen rein.
So. Und wir wollen natürlich hier erstmal Pikachu weg mit dir. So. Nugget haben wir hier noch. Ich will gerne noch wissen, ob hier irgendwo noch andere Pokémon sind. Uff, das ist natürlich belastend. Nee, aber das sieht mir gerade nicht danach aus. Oh, hier gäbe es einen Dronogu. Hm, das ist natürlich ärgerlich. Pika hätte ich auch sehr, sehr gerne gehabt. Aber gerade sieht es nicht danach aus, dass es hier noch irgendwas geben würde. Haben wir in unserem ersten Run wirklich fast schon alles mitgenommen, was man hier haben kann? Wow. Okay. Dann gehen wir zurück, würde ich sagen. Oder gab's hier oben noch was? Nee. Okay, wow. Dann haben wir fast alles mitgenommen. Außer die einen Nugget-Dinger. Okay. Wow, das ist nice. Okay, gut. Das heißt für uns, wir können erstmal nochmal rumrennen. Und haben jetzt Surfer. Wir können natürlich der Warden jetzt den Surfer zurückgeben. Die Goldzähne zurückgeben. Ja. Ach ja, zu den anderen Projekten. Die Frage ist, warum, oder die Sache ist, warum ich das jetzt hier schon besprechen wollte, war, dass ich mir ein Layout anfertigen wollte. Dass das Ganze auch wieder besser aussieht und dass ich natürlich auch Zeit habe und sofort wieder mit dem neuen Projekt anfangen kann. Ja, und das wäre natürlich super, super gut. So, genau. Strength kann nur Pokebatio und Black Link. Was hat denn Black Link alles schon für Moves? Swords Dance, Bone Rush, Shadow Ball, Iron Head. Ich glaube nicht, dass wir Iron Head brauchen, oder? Oder was würden wir denn bei Pokebatio? Was würden wir denn bei Pokebatio verlernen? Strength, however, Pokebatzi knows only four moves. Okay, was können wir denn hier vergessen? Earthquake, Cut, Fly, Egg Bomb. Uff. Naja, wir wollen natürlich nicht Egg Bomb verlernen hier. Von dem her, ja. Also werden wir es Black Link beibringen. Nein! Ah. Ja, Strength, Black Link. So, und ich glaube, SD brauchen wir nicht. Oder eigentlich brauchen wir Iron Head nicht. Eigentlich brauchen wir Iron Head nicht. Das sollte eigentlich auch so passen. So, und dann können wir hier erstmal die Strength benutzen und kriegen hier wieder einen Sonnenbomber. Okay, nice, nice, nice. So, also jetzt können wir uns effektiv entscheiden, ob wir weitergehen. Oder? Weil wir sollten ja... Ich glaube, die Trainer hier haben wir schon gemacht, ne? Ja, die Trainer hier haben wir schon gemacht. Okay. Die Frage ist natürlich, wir werden den Trainer wahrscheinlich so, ja, mir war klar, dass der Trainer sofort kommt. Und, wir haben aber schon Hyperbälle, glaube ich, oder? Haben wir schon Hyperbälle? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es schon wieder vergessen, like, legitim. So, eine Zap-Shell. Ich gehe mal für den Bone Rush, weil ich glaube, ja, exactly. Ich glaube, dass das Ding Elektro... Ground ist oder sowas. Also, ich kann mich noch wagen dran zu erinnern, ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Level unsere Pokémon jetzt auch gerade sind. Ich kann mich nur noch dran erinnern, dass das Ding auf jeden Fall sehr, sehr langsam war. Und dass Black Link super, super stark war. Genau. Aber ansonsten kann ich mich an nicht mehr viel erinnern. Wir können natürlich noch einen Haufen Pokémon fangen, das ist definitiv klar. Like, definitiv klar. Aber ansonsten an nicht mehr viel. Traumatisch. Alles klar. Traumatisch. Mhm, natürlich. Hat er vielleicht ein Traumato gefangen. So, haben wir Hyperbälle? Wir haben Ultra Balls. Okay. Okay, das heißt, es ist nicht allzu schlimm, wenn wir jetzt hier einen Pokémon encountern. Die Frage ist aber auch die Seeschauminseln. Also, wir nehmen sowieso jeden Trainer mit. Und, oh, Kohlrabi ist unser niedrigstes. Oh, warte. Swallow ist auch noch niedrig. Okay, wow. Aber, ja, gut. Ich meine, wir wollen auf jeden Fall unsere Pokémon so hoch wie möglich haben, bevor wir uns den Meisterball holen. Den Meisterball wollen wir uns auf jeden Fall dann holen.
Bevor wir die legendären Vögel anpacken. Also, oder die Locations der legendären Vögel, die ja sein sollten. Ich weiß gar nicht, wo Lavados ist. Ich weiß gar nicht, wo Lavados ist. Like, legit, ich weiß es nicht. Lavados ist ja im normalen Fire Red Leaf Green woanders. Weil ja, weil es ja dieses Late Game, Aftergame noch gibt. Und hier sollte es dann so. Ha! Also ich weiß, wo Arctos und wo Lavados, wo Arctos und Zapdos ist, aber. Wow. Das ist natürlich auch sehr interessant. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Genau, ich will mir ein Layout machen lassen und was ich mir sehr, sehr gerne machen lassen würde, wäre entweder ein Layout zu einem. Zu dem allerersten Metroid-Game, das es gab. Oder eben zu einem Mystery-Dungeon-Teil. Darauf hätte ich super, super Bock. Ihr könnt auch gerne sagen, ob ihr darauf Bock hättet. Weil Metroid ist, für die Leute, die es nicht wissen, Metroid. Also ich habe zwei Lieblingsserien. Das eine ist, oder drei Lieblingsserien besser gesagt. Das eine ist Pokémon natürlich. Das ist aber nur Platz 2. Platz 1 ist besetzt von Metroid und Platz 3 ist besetzt von Castlevania. Und ja, also ihr könnt euch dementsprechend auch vorstellen, wie sehr ich oder wie gerne ich ein Metroid Let's Play machen würde, weil das Spiel ja auch nicht allzu viele Ableger hat, ne? Also von dem her auf jeden Fall nice. Ice Beam. Ich hoffe mal, dass der uns nicht freest. Ich glaube nicht, dass der uns O-Code. Ja, der macht legit Zero. Und ich glaube, Mega Drain sollte ja auch reichen. Ja. Und ich würde das halt auch chronologisch machen, ne? Mit dem Ältesten anfangen und danach chronologisch hochgehen. Wenn ich sogar sage, man spielt als erstes den ersten Teil, dann das Remake des ersten Teils. Dann den zweiten Teil, dann den Remake des zweiten Teils. Dann den Super Metroid und dann Fusion. Ja, die Sache ist, ich habe davon, also ich habe von Metroid, oh, das ist unser Encounter. Speedtuner ist unser Encounter, by the way. Wir werfen mal einen Superball. Ich habe von Metroid ein paar Spiele gespielt. Ich habe die Prime Trilogie komplett gespielt, den ersten Teil durch zu 100%, den dritten Teil zu 100% durch. Den zweiten Teil habe ich nicht ganz durch, den habe ich zur Hälfte gespielt. Dann, habe ich von der normalen Reihe habe ich Fusion zu 100% durch und Zero Mission zu 100% durch. Ihr werdet euch jetzt fragen, aber Belly, wenn es deine Lieblingsserie ist, warum hast du die Spiele nicht durch? Das ist ganz einfach. Ich bin ein Mensch, der hebt sich solche Art von Spielen gerne auf, bis er mal einen schlechten Tag hat oder sowas. Und ja, wenn ich halt super deprimiert bin und nicht weiß, was ich spielen soll, dass ich dann sozusagen noch ein neues Erlebnis habe. Und ja, in dem Fall sind das die Spiele. Und ja, also ich will natürlich auch meine ersten Eindrücke von diesen Spielen auch aufzeichnen. Und das ist einer der Gründe, warum ich mit YouTube angefangen habe. Ich wollte meine ersten Eindrücke auch aufzeichnen. Und das kann ich noch machen. Und Super Metroid ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Und ja. Ich freue mich drauf. Von dem her, ja. Ich habe zwar von Super Metroid einen Speedrun gesehen, zum Beispiel Metroid 2, Samus Returns, habe ich noch nie gespielt. Das Remake von Samus 2, also das neue, habe ich nur ganz kurz angespielt, ungefähr eine halbe Stunde. Und ja. Moment, erstmal Speedtuner. Was haben wir denn hier noch? Das Ding ist Water Flying, glaube ich. Water Flying. Oh, Marvin! Marvin wollte benannt werden nach einem. Oder Lucien. Ich nenne ihn Marvin. Oder. Na doch, Marvin. Oder. Ja. Ja, Marvin. Marvin. So. Und ja, da habe ich ungefähr eine halbe Stunde angespielt und dann
Den ersten Teil, den habe ich mal ganz, ganz früher eine halbe Stunde angespielt und war dann super irritiert, dass man nicht speichern konnte. Wow, ein Chrono Gator. Und ja, wie gesagt, beim anderen habe ich, das andere habe ich noch nie selbst gespielt. Da habe ich nur die Speedruns immer davon gesehen. Und Metroid 2 habe ich auch noch nie den Schluss gesehen. Also ab der Hälfte, wo ich nicht mehr gespielt habe. Dann, wow, das ist ein EQ schon. Was war denn? Ja, genau. Und Fusion habe ich zu 100%, den Rest habe ich eigentlich zu 100% alles durchgespielt. Also von dem her, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Also, ich bin natürlich super, super gespannt auf Samus Returns. Auf den Zweier. Und wie gesagt, ich würde das gerne in chronologischer Reihenfolge machen auch. Und wow, ein Kronos. Ich glaube, da nehme ich sogar einen Giga Drain her. Wenn das jetzt Kronos, wow. Dass Demons jetzt kommen. Ja, und das ist gerade mal ein Two-Hit. Das ist gerade mal ein Two-Hit. Und das macht Damage wie noch was. Holy crap. Holy crap. Das kann ja noch was werden. Das kann ja noch was werden. Wenn da jetzt schon Demons ankommen, dann kann es wirklich noch was werden. Wow. Das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend. Aber gut. Ja. Genau wie bei Castlevania. Bei Castlevania habe ich mir auch noch ein paar Games aufgehoben. Zum Beispiel die ganzen alten Games. Die ganzen alten Games habe ich mir noch aufgehoben mit Absicht. Weil ich eben... wie das aussieht. Das sieht halt super aus, ne? Das sieht halt wirklich super aus. Ja. Castlevania habe ich mir die ganzen alten Games noch aufgehoben, weil die halt auch super schwer sein sollen und ich liebe schwere Games, ne? Ich liebe schwere Games ab über alles. So, Swallow ist auch sehr, sehr nice. Hier. Genau wie Timmy eigentlich. Weil Wassermonster natürlich anfällig gegen Donner sind oder also gegen Elektro. Von dem her ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Kombo. Und wenn die hier so ein Slunny. Ich drücke auf das eine mal Lithium und das andere Thunderbolt. Ich habe super, super Angst, dass dieses Slunny irgendwie einen T-Bolt oder sowas kann. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich die Egelsamen drauf. Zum Glück habe ich die Egelsamen drauf. Like, holy shit. Aber ich glaube auch, dass der... Ja, die sind Level 30. Sollte auf jeden Fall ausreichen, der Donnerblitz. Ja. Ja, sollte normal schon. Ich hoffe mal sehr. Bin heute sehr, sehr gespannt, ob der Megasauger ausreicht auf dieses Slunny. Und wenn nicht, gehe ich nochmal auf den anderen. Okay, Megasauger trifft. Jetzt bin ich gespannt. Knockt er aus? Er knockt nicht aus. Hat er Spiegelcape? Hat er Spiegelcape? Acid Armor. Okay, das heißt, es ist wahrscheinlich so ein Boosting-Ding. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Aber der Donnerblitz trifft auch, also ist das Ding wahrscheinlich down. Das ist super nice. Aber gut, ich weiß auch nicht, was das für ein Mon-Sound ist. Weiß ich halt wirklich nicht. Aber gut. Ja. Ich hätte halt auch Bock auf einen Nuzlocke. Und für die Leute, die es wissen, oder die es nicht wissen, ich spiele alle Spiele so, wenn ich einmal sterbe in-game, dann ist das Projekt vorbei. Also, like, legit. Egal welches Game es ist, egal wie hart es ist, dann ist das Spiel vorbei. Dann kann man natürlich abstimmen, soll man nochmal von neuem anfangen oder nicht? Oder was macht man dann? Oder switch in das Game? Weil ich auch schon Leute hatte, die mich angeschissen haben, weil ich Projekte dann angeblich nicht fertig mache, obwohl ich sie verliere, in Anführungszeichen. Muss man halt dann in diesem Moment dann schauen. Das ist definitiv so. So, Surfting ist... Wow, das Ding hat mega viele KP. Like, legit richtig viele KP. Rest. Okay, ja gut. Da kann ich einfach mega drainen zweimal. Ich meine, das ist gerade nur Zeitverschwendung. So. Und was haben wir hier noch? Speedtuner. Okay, Speedtuner, nee. Nee, da kommt sowas von Swallow rein. Da, also bei Speedtuner kommt sowas von immer Swallow rein und drückt den Thunderbolt. Hier, nee. Da werde ich nichts eingehen. Ich bin eine Runde genau schneller, um den Thunderbolt zu drücken. Wow.
Das ist belastend. Das ist sogar sehr, sehr belastend. Aber ich glaube, wir können eine Attacke überleben. Oder sollten wir jedenfalls. Immer. Ja, und Speedtuner ist auf jeden Fall down. Ich habe halt einfach keinen Mon, das gegen Speedtuner wirklich gut ist. Glau. Ja, ich lasse Swallow mal einfach drin. Damit das Ding hier T-Bolten kann. Ich meine, die Mons könnten hier wahrscheinlich Eisbeam haben langsam, aber der T-Bolt sollte sie eigentlich alle auslocken. Vor allem, weil Glau ja auch eine First-Entwicklung war, glaube ich. Und ich glaube, das ist Quapsel, oder? Wenn ich das vom Sound richtig sehe, dieses... Oder ist es Sepa? Ich weiß nicht. Da ist es Mugfly. Und hier will ich auf jeden Fall T-Bolten. Es geht für SD. Genau. Ich will nicht, dass sich dieses Ding boostet. Das ist halt das Schlimmste. Weil ich glaube, eine Attacke, eine normale, können wir verkraften, aber eine zweite halt nicht. Und es geht halt zum Glück auch down. Das ist halt super, super wichtig. Und das war ein Tentoxa tatsächlich. Was auch sehr interessant ist. Perennion. Das war, glaube ich, dieses Piratending, das schwach gegenüber Käfer ist, oder? Ja, war's. Das heißt, hier kommt eine Twin Needle und das sollte das Ding auch ausnocken. Ja, exactly. Also wahrscheinlich Unlichtwasser. Okay. Das ist schon mal gut. Ja, genau. Und die Sache ist halt, ich weiß halt dann auch nicht, wie lang dieses Metroid-Ding dann gehen wird. Und wie gesagt, Mystery Dungeon wird auch, sobald ich einmal down gehe, wird das Projekt beendet. Also das wird dann einfach beendet. Oder halt neu angefangen. Je nachdem. Weil ich einfach diese Challenge haben will. Ne? Und das kommt natürlich auf die Mystery Dungeon Teile an. Ich werde dann auch jeden Belebersamen und so weiter verkaufen. Ne? Also das ist auch klar. Und ich werde ja ein paar Mal surfen. Einfach, weil ich will, dass das Kohlrabi noch ein Level kriegt. Slunny. Was war Slunny? Ich weiß es nicht mehr. War das dieses... Das war die Weiterentwicklung. Okay, aber hier Giga Drain ich erstmal. Ich hoffe natürlich, dass wir connecten. Das wäre halt super belastend, wenn wir nicht connecten. Level 38. Wir connecten. Okay, das ist schon mal gut. Die Frage ist jetzt nur noch, ob wir ausnocken. Nein, nocken wir nicht. Bei weitem sogar nicht. Wow. Aber die Sache ist jetzt Minimize. Okay, und wir connecten. Das ist super. Das ist super, weil jetzt können wir hier mit dem Surfer natürlich Acid Armor. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und wir connecten sogar noch den letzten Move. Und damit ist unser Kohlrabi, glaube ich, auch Level Up. Yep. Exactly. Super, super nice. Level 43. Nice. Schocker. Ein Schocker. Nein. 152. Ja gut, in so einem Badehöschen hat man nicht so viel Cash, ne? Swell an erster Stelle. Oder Timmy eher. Ne, ich glaube eher Swallow. Wow. Oh, genau. Das war die eine Sache, worüber ich reden wollte. Und ich will halt irgendwann mal, so mein Ziel wäre, ist halt retarded. Okay, retarded. Keine Ahnung, wie stark dieses Ding ist. Es geht einfach zu einem Crit-Down. Mhm. Gut zu wissen. Ich glaube, das war ein Kingler? Glententis? Ich glaube, das ist dieses Glau-Dings. Glau-Verschnitt-Dings. Von dem her gehe ich ja mal in Timmy. Einfach mal aus Prinzip. Es sollte dieses Glau-Ding sein, oder? Ja. Exactly. Und da kann ich das Ding auch gleich Giga-Drainen. Icebeam. Oh mein Gott. Aber ja, diese Dinge haben jetzt immer Icebeam. Aber es macht zum Glück Zero. Und solange es nicht freest, ist es auch vollkommen okay. Und Timmy hat Millionen an Special Attack, also wird dieses Ding auch down gehen. Warte, was? Das war gerade neutral? Das war gerade... Aber er geht für Bubble Beam. Okay. Das ist halt super nice. Surfting. Ich bleib mal drin. Ah, das war dieses Ding. Das kann ich auf jeden Fall Rain Dance. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob Psychokinese hier ein Tuit ist. Aber ich glaube fast nicht. Es ist ein Tuit. Wow, es ist ein Tuit. Okay, das ist super gut. Weil dann können wir hier einfach Psychic drücken. Er drückt Call Mind. Aber dadurch, dass wir den Special Drop bekommen haben, ist es auf jeden Fall down. Super. Das ist super gut. 148. Also die bringen alle relativ wenig Cash.
Aber gut. Ja. Also mein Ziel ist es generell, um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, dass man, dass ich generell relativ viele Let's Plays auf diesem Kanal habe. Zum Beispiel auch zu meinen Lieblingsspielen. Ich glaube, ich gehe sogar auf einen D-Dance. Oder auf einen 2D-Dances. Einfach, dass ich hier ein bisschen Setup bekomme. So. Und jetzt gehe ich auf die Twin Needle. Und das sollte jetzt eigentlich immer... Ja, jetzt wird der Trainer gesweept einfach. Jetzt wird der Trainer einfach gesweept. Slunny. Das Ding sollte ebenfalls zu der Twin Needle down gehen. Wir sind bei plus 5 Millionen. Ja. Hit one time. Das ist halt auch nice, ne? Aber ja, gut. Jetzt kann ich hier effektiv einfach auf die Twin Needle. Es ist not very effective. Das war übrigens Psychic. Ich glaube sogar hier, ja. Twin Needle. Und Lost. Wie zum Beispiel Metroid. Metroid war für mich immer schon ein Bedürfnis, dass ich das dann irgendwann mal vollständig auf dem Kanal habe. Also wirklich jeden Ableger, auch die Hacks und so weiter, die davon existieren. Ich glaube, es existieren aber nicht allzu viele Hacks zu Metroid-Games. Mario wollte ich auch mal ein... Schalker? Oh, das ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung davon. Das war, glaube ich, Dark, oder? Waterpulse? Jetzt bin ich gespannt. Das war sehr effektiv. Das war sehr effektiv. Und wow, das ist One-Hit gestorben. Mhm. Aber gut, jetzt wissen wir auch, dass das Ding 100% Dark ist. Jetzt haben wir die Confirmation. Was schon mal nice ist. Actinery. Actinery war dieses Ding, das, glaube ich, Elektro war zum Teil. Genau. Genau. Und da können wir auch einfach Twin Needle. Das wird zwar nicht ausnocken, aber er kann uns halt einfach auch nichts. Waterpulse, genau, exactly. Er kriegt jetzt zwar die Confusion und wir treffen uns selbst, wow. Wow! Like, legit, wow. Aber gut, jetzt gehen wir jetzt halt in Philo und Waterpulse und jetzt zeigen wir den weg. Wow. Das ist halt super unlucky. Das ist halt super, super unlucky. Das ist ausgerechnet, unser Mann, das wir hier trainieren wollten, geparrot wird. Aber gut, ich glaube, wir haben nicht mehr weit vom Weg her. Wir haben noch ein, zwei Trainer. Die kann Timmy auch noch übernehmen. Die kann Timmy auch noch übernehmen. Das sollte kein Problem sein. Wow. Wow. Das ist natürlich auch interessant, dass die Trainerin sich genau dann in dem Moment umdreht. Die hat Draimons, ein Glentantis. Okay, gut, da ist Timmy sowieso besser. Und das spawnen wir erstmal. Bubble Beam. Und dann können wir auch genauso gut Psychicen. Und ja, sind Level 44. Haben dann nochmal ein Glau. Das Glau können wir auch nochmal Psychicen. Das ist One Hit. Und das Glentantis können wir dann auch nochmal spawnen. Und einmal Giga Drainen. Und dann einmal Psychicen. Wow, es ist sogar aufgewacht. Aber gut, ist halt egal generell. Ich glaube, hier sollten langsam die Seafoam kommen. Ja. Hier ist Seafoam. Ich glaube, du bist kein Trainer gewesen. Genau. Hier war auch generell kein... Doch, hier war noch eine Trainerin. Wow. Hier war noch eine Trainerin. Und dann sind wir hier in Seafoam Island. Wir könnten hier natürlich reingehen, aber das wollen wir generell nicht. Aber wir nehmen die Trainerin, die wir definitiv noch mit. Und den anderen Trainer, der da zurückliegt, den nehmen wir auch noch mit. Und danach haben wir hier diese Route schon mal relativ einfach abgeschlossen. Slunny... Okay, Level 45. Okay, das ist relativ interessant. Vor allem Ice Beam. Bin sehr, sehr gespannt, wie viel Schaden das macht. Ein bisschen mehr, wie es aussieht. Das ist durchaus okay. Wow. Vor allem, wenn das jetzt diese Fähigkeit hätte, dass man... wow. Okay, Philo. Ich schätze mal, Philo, du bist dran. Ja, ne, aber gut. Er hat hier Minimize, also generell sollte das relativ einfach sein. Und wir sind sogar schneller. Wow. Das sollte down gehen. 100%. Philo ist ultra strong. Mhm.
Aber gut. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Aber ja. Ihr habt, also, das, wie gesagt, das sind meine Ziele. Ihr könnt ja gerne schreiben, also in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Oder als nächstes sehen wollt, besser gesagt. Ich hätte auch beides Bock. Wie gesagt, es kann auch der Pokémon-Content kommen. Es kann auch simultanen Content kommen, der nicht Pokémon ist. Upsi, jetzt hätte ich fast Mist gebaut. Wow, couldn't escape. Und hier ist der letzte Trainer. Okay, okay, gut. Jetzt haben wir ihn und dann sind wir mit dieser Route fertig. Ich bin gespannt, was das für ein letztes Pokémon ist von ihm. Und es ist ein Dump. Okay, da sollten wir generell Psychicen können. Und weil das Ding ist ja, wie gesagt, Psycho. Das Ding ist, wie gesagt, Poison meine ich. Das können wir einfach Psychicen. 800 Erfahrung und er kriegt ein Dump. Nochmal eins. Das können wir nochmal Psychicen. Das ist wahrscheinlich auch Liquid, dieses Ding, dass man retarded. Okay, retarded ist dann wahrscheinlich die Weiterentwicklung. Und da ist wahrscheinlich dann auch Pokebazi besser. Weil Pokebazi kann EQ. EQ sollte ja generell auch sehr effektiv sein. Und das Ding ausnocken können. Ja, genau. Also das war dann wahrscheinlich Krabby und Kingler. Bin ich sehr, sehr stark der Überzeugung. Und da kommt das nächste Dump und das sollte wieder ge-EQ'd werden und weg. Ja, exactly. So, dadurch können wir jetzt erstmal noch fliegen. Schreibt das auch ruhig in die Kommentare, ne? Ich glaube, das habe ich schon gesagt mit den Kommentaren. Ja. Gut, gehen wir erstmal hier, machen den hier und können jetzt weiterfliegen. Ich glaube auch, wir haben hier... Oh lol, wir haben eine Route. Wir haben einmal... Nein, wir haben nur Speedtuners gefunden hier auf der Route. Wir haben keinen verpasst, weil wir nur Speedtuners gefunden haben. Das ist gut. Das heißt, wir haben nichts verplant. Wir haben nichts verplant. Okay, zum Glück haben wir nichts verplant. Huh, kein Encounter verplant. Lucky. Lucky. Super lucky sogar. Und hier will ich, glaube ich, im Gras einen Encounter haben, oder? Weil Wasser-Encounter haben wir ja genug. Also würde ich mal behaupten, dass wir hier mit Timmy... Ja, haben wir eh schon. Nice. Dann schauen wir mal, was wir hier als Encounter bekommen. Wir bekommen als Encounter einmal ein Chess-Tun. Okay, das ist cool. Das ist cool und zum Glück sind die hier auch noch... Ja. So, ich spawn die mal und... Ich werde natürlich auch die Superbälle zuerst werfen, ne? Das Ding war, glaube ich, Pflanze. Von dem her habe ich die gleichen, die ich heute theoretisch benennen hätte können. Und wir haben Chestun gecallt. Und das wird... Its spiky body makes it extremely hard to approach. Na. Ich glaube... Einfach, weil er Grasbeißer heißt, ne? Und das ein Grass-Type ist und er sich als Grass-Type eingeschrieben hat, nennen wir ihn Grasbeißer. Bei... Wow. Gras. Habe ich Grassbeißer? Wow. Ich schreibe es einfach mit normalem S. Grasbeißer, so. Ich glaube, dass, wie gesagt, Chestun Grass ist. Von dem her sollte da alles okay sein. Und ich bin gespannt, ob wir hier weiter runterkommen. Oder wie weit wir hier runterkommen. Okay, hier haben wir Angler. Den Doppelkampf nehme ich auf jeden Fall mit. Und wir finden hier wieder nur Speedtuners. Ich glaube, Speedtuners sind das Einzige, was wir hier finden. Und das haben wir zum Glück schon gefangen. Kohlrabi und Swallow sind, glaube ich, unsere Plays. Hier. Ja. Ha. Die andere Sache, die ich natürlich auch noch hätte, wäre ein Multiprojekt, aber das möchte ich tatsächlich oder witzigerweise ungern hier machen noch. Weil andere Projekte auch noch gerade am Laufen sind. Und ja. Das, die möchte ich auch gerne vorher abfrühstücken, diese Projekte. Weil die OPL läuft gerade, die IDPL läuft gerade. Dann läuft noch ein anderes Projekt, das gerade läuft. Und ja, irgendwo hätte ich auch gerne ein bisschen, ja, nicht unbedingt Konsistenz. Dragon? Ist das Dragon?
Ist das Dragon? Das Ding ist Dragon. Glentantis ist Dragon. Wow. Glentantis ist Dragon. Part Dragon. Water Dragon. Wow. Das macht das natürlich gefährlicher automatisch. Aber ich glaube, wir sollten eine Attacke überleben. So, Slunny ist auf jeden Fall down. Aber es ist natürlich interessant, dass das Ding dann Ice Beam kann. Twister. Das trifft beide, oder? Ja. Aber es macht halt legit Zero. Ich hoffe nur, ich flinche nicht. Okay. Jetzt werden wir sehen. Ist er Dragon? Es ist Dragon. Glentantis ist tatsächlich Water Dragon. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch Bug geschätzt. Aber wow, Water Dragon. Es ist halt einiges niedriger. Es war halt 10 Level niedriger, von dem her konnte ich drin bleiben. Und wir finden hier einige Angler. Okay, gut, dann warten wir halt, bis der Schwimmer mal wieder rumkommt. Weil wir wollen ja das höchste Level wie möglich sein. Für den nächsten, also für die Arena-Leiterin. Okay, es ist ein Glentantis Level 40. Und wir haben gesehen, Glentantis ist schneller als wir. Wow, Water Dragon. Was hat das denn für eine Schwäche in dieser Gen? Water Dragon hat, glaube ich, nur... Dragon als Schwäche in der Gen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, das hat nur Dragon als Schwäche in der Gen. Das ist halt super, super nice. Ich schätze halt sehr stark, dass der Dragon Pulse kommt. Water Pulse, okay. Aber Philo ist halt legit Broken One. Also Philo ist halt legit Broken One. Und in was geht er? Er geht in allen sein Mac. Das ist natürlich problematisch. Ich gehe natürlich für den Ice Beam hier, weil wir sollten schneller sein. Und ich hoffe mal, dass ein Ice Beam dieses Magfly hier ausnocken kann. Plus eins. Plus eins. Plus eins. Philo ist broken. Philo ist legit broken. Also, ja, wirklich. Philo ist absolut broken, Asmon. Das sieht man halt auch hier wieder dann. Weil Ice Beam Stab. Magfly ist halt auch broken, Mon, ne? Magfly ist definitiv broken, Mon. Bubble Beam. Und Psychokinese sollte das dann ausreichen. Aber ich bin super froh, dass das Ding so frail ist. Aber ich hoffe auch, dass wir keinen Flugtypen in der Top 4 haben. Aber ich glaube, sollten wir nicht. Wir haben auch keinen Boss-Wassertypen in der Top 4. Also sollte da in der Hinsicht alles gut sein. Wir haben ja natürlich noch ein paar Angler. Aber die Angler, die würde ich ja eigentlich in der nächsten Folge machen. Ich will erstmal hier nach Cinnabar Island erstmal kommen. Hier haben wir noch einen Schwimmer. Okay. Hier haben wir noch einen Schwimmer. Aber wie gesagt, das Wichtige ist jetzt erstmal nach Cinnabar Island zu kommen. Und da haben wir noch einen Schwimmer. Also wir haben noch ein paar Trainer vor uns. Generell. Aber da sind wir dann in Cinnabar Island. Also können wir jetzt mal hier hochgehen. Oh, warte. Wir waren noch nicht in Cinnabar Island. Wir sollten vielleicht mal drauf kommen. Moment. So, jetzt waren wir in Cinnabar Island. Wir können natürlich auch überlegen, ob wir dieses Haus machen wollen. Können wir definitiv überlegen. Aber ich glaube, das ist fein. So, nächster Schwimmer. Und wie gesagt, die Schwimmer sind halt definitiv... ich will halt deswegen mit Sweller immer leaden, weil wir T-Bolten können. Und wenn Magfly kommt, dann könnten wir halt gut auch down gehen. So, und hier bei diesem Peranion werde ich definitiv immer Twin-Needlen. Wir haben halt keine Priority mehr auf diesem Team, das halt ein bisschen ärgerlich ist. Ich glaube, ich mache auch die drei Schwimmer und danach ist eigentlich alles fein. I guess. Weil dann können wir in der nächsten Folge noch das Ding fertig machen und... Schalker. Schalker sollte ja auch zu Twinnidle down gehen. Ja, Water Pulse. Easy. Und ja, One Hit. Ich überlege nur gerade. Was haben wir denn noch zu tun? Wir haben jetzt wirklich nur noch zur Auswahl. Wir machen dieses Haus. Wir machen... die Route nach rechts noch fertig nach Cinnabar auf jeden Fall. Die machen wir in der nächsten Folge auch noch. Was haben wir noch?
Dann haben wir, also, das Haus, die Route nach rechts, die Angler da oben noch. Dann noch, und dann noch Silvco. Das sind die Varianten, die wir noch haben. Den Rest haben wir ja alles gemacht. Glaube ich. Ich glaube, den Rest haben wir wirklich alles gemacht. Speedtuner. Wenn ich das schon wieder sehe hier nur, ne? Speedtuner. Aber gut, das kann zum Glück noch nichts. Also gehe ich einmal hier für den Dragon Dance, während er für den Bubble Beam geht. Speedfell. Das ist natürlich nicht so gut. Swords Dance. Uff. Okay, er geht nochmal für den SD. Zum Glück, zum Glück. Das heißt, jetzt können wir ihn debolten. Weg ist er. Und noch ein Kronos. Das sollte eigentlich zu einem Thunderbolt Down gehen. Exactly. Das ist super nice. Okay, damit ist der Swimmer auch down. Aber langsam könnte der Speedtuner natürlich zu einem Problem werden. Aber gut. Das ist jetzt der letzte Trainer auch für die Folge. Weil ich die Folge natürlich auch nicht so lange machen will. Und bitte... Okay, Levia tut. Oh, die Flashbacks. Die Flashbacks. Intimidate. Das war, glaube ich, Ground. Also war da Kohlrabi immer der Play. Hydro Pump. Mhm, zum Glück. Und der Gigasauger. Ich glaube, das Ding war Water Ground. Und dadurch ist es auch down. Ja, exactly. Und dadurch sind wir auch wieder bei Max HP. Und kriegen 800 XP, was effektiv gar nichts ist, aber gut. Ja, dann sehen wir uns hier wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke fürs Zusehen und ja, bis dahin, ciao.